Klassenszene 2 zeigt eine Ansammlung von im Kern liebenswerten jungen Menschen zweierlei Geschlechts mit einer ganz deutlichen Bruch zwischen den Jungs und den Mädchen. Die Mädchen sind meistens erwachsen, wirken erwachsen. Bei den Jungs zeigen sich Zeichen von übrig gebliebener Kindlichkeit in allzu großer Zahl. Es gibt ja das Phänomen, dass in Gruppen einzelne sympathische Menschen ein problematisches Gebäude geben. Klasse 10.2 scheint mir eine problematische Zusammensetzung zu ergeben. Die einzelnen Personen steigern sich in ihrem Zusammenleben und Zusammenwirken zu immer neuen negativen Kaskaden von Unkonzentriertheit und Alberei hoch. Wie gesagt, das gilt vor allen Dingen für die jungen Männer. Und mir ist es nicht gelungen, diese verschnarrte Truppe zu geistigen Höhenstürmen anzuleiten und in einen politischen Aktivismus hineinzuführen. Klasse 10.2, 2005, Baby. Ein Haufen Psychopathen.